schickt die Kunden weg, du rufst die Marine. Hallo, Vermittlung, die Marine, bitte. Hallo, Sie sind mit dem automatischen Telefonservice der Marine verbunden. Thaddeus, die Roboter haben die Marine infiltriert. Nicht unsere Marine! Ich bitte um Aufmerksamkeit. Roboter haben die Welt erobert. Unsere Welt! Was machen wir jetzt bloß? Ich weiß auch nicht. Hey, ein Groschen! SpongeBob! Entschuldigung. Ah, schon viel besser. Wir müssen rauskriegen, was der Roboter mit dem echten Mr. Krabs gemacht hat. Aber wie? Naja, in dem Film tut sich der Held mit einem Kumpel zusammen und dann quetschen sie ihn aus. Mit einer Presse? Oder wie jetzt? Naja, so ähnlich. Sie nehmen ihn in die Mangel, stellen Fragen, haken nach. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber trotzdem. Ich bin dein Mann. Oh, hallo Männer. Was kann ich für euch tun? Wieso schließt ihr denn die Tür ab? Was habt ihr mit dem Strick vor? Und wer passt jetzt auf die Kasse auf? Nein, da bin ich alleine! SpongeBob, Thaddeus, was hat das zu bedeuten? Bindet mich sofort wieder los! Sei still! Schimmlige Scholle, was soll das eigentlich werden? Ich sagte, sei still, du blöder Blecheimer! Ich halt das nicht aus! SpongeBob, alles in Ordnung? Ach, weißt du, wenn ich dich sehe, wie du Mr. Krabs schlägst, das macht mich völlig fertig. Nein, das ist nicht Mr. Krabs. Das ist der Roboter Krabs. Ach ja? Und die einzige Sprache, die diese Robotertypen verstehen, ist zuschlagen und nachfragen. Genau. Warte mal, du musst ihm erst mal eine Frage stellen. Ach ja, welche Farbe hat meine Unterhose? Ich glaube, ich übernehme das lieber. Wo ist Mr. Krabs? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich bin Mr. Krabs. Wir machen die ganze Nacht so weiter, wenn es sein muss. Wo ist Mr. Krabs? Ich bin Mr. Krabs. Wo ist Mr. Krabs? Ich bin Mr. Krabs. Wo ist Mr. Krabs? Ich bin Mr. Krabs. Ich bin's. Ganz schön störrisch, der Roboter. Was? Ihr glaubt, ich bin ein Roboter? Wir wissen es. Wir glauben es nicht nur. Das ist der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Ich bin Mr. Krabs! Er ist hartnäckig. So kriegen wir nie was aus ihm raus. Ich habe eine Idee. Behalt ihn gut im Auge und fall nicht auf seine Robotertricks rein. Der Roboter Krabs will uns nicht sagen, wo Mr. Krabs ist. Aber vielleicht plaudert ja einer von seinen kleinen Roboterfreunden. SpongeBob, das ist ein Mixer. Ja, aber ich habe gesehen, wie Mr. Krabs mit seinem Radio gesprochen hat. Wie war das, kleiner Kumpel? Ach, so ist das. Na, dann stell das Gerät mal auf den Tisch. Ihr wollt doch wohl nicht ernsthaft meinen Mixer verhören. Ihr habt eine Schraube locker. Na, dann wollen wir doch mal sehen, was dein kleiner Kumpel weiß. Nein, wartet! Was habt ihr mit meinem Mixer vor? Der hat Geld gekostet. Wo ist Mr. Krabs? Du willst nicht, hä? Nein, der hat 24,95 gekostet! Der wusste wohl sowieso nichts. Los, hol den Toaster. Nein, nicht mein Toaster! Der war teuer, 32,50! 62,67! Acht! Naja, okay, das war ein Geschenk. Nein! Das ist der letzte Roboter, der hier ist. Nein, nicht meine Registrierkasse. Die habe ich großgezogen. Ich habe sie schon, seit sie ein kleiner Taschenrechner war. Nein! Hast du nicht gesagt, Roboter können nicht weinen? Ich habe auch gesagt, sie können nicht lieben. Ich habe sie geliebt wie mein eigen Fleisch und Blut. Tja, aber wenigstens lacht er nicht. Wenn ich bloß daran denke, wie viel wir zwei gelacht haben. SpongeBob, wie ist der Film eigentlich ausgegangen? Moment mal. Ach ja, das Ende war klasse. Da kam raus, dass es gar keine Roboter waren. Es war alles nur in ihrer Fantasie. Hey, ich muss Gary füttern. Ha,